Hallo, ihr wunderbaren Wassermann-Geborenen und Wassermann-Aszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Monatshoroskop Liebe und Leben im Mai mit eurer Astrologin Antonia Lausdorff. Liebesgöttin Venus steht bis zum 19. Mai super für euch und kurz danach bekommt ihr einen guten Einfluss von der Sonne. Beides macht Laune und lässt die Lebensfreude steigen. Um die Monatsmitte steht ihr allerdings ganz schön unter Strom und dazu erfahrt ihr gleich mehr. Falls ihr Beratungsbedarf habt, bin ich gern für euch da. Ihr erreicht mich über meine Homepage oder auf meinem Kundentelefon und beides verlinke ich unten in der Videobeschreibung und auch hier auf der Infokarte. Auch diesen Monat verlose ich wieder ein Geschenk für euch und zwar diesmal eine Chiron-Beratung. Darin erfahrt ihr alles über den inneren Heiler im Horoskop und welche Entwicklungschancen für euch in den kommenden Jahren damit verbunden sind. Einzelheiten zur Verlosung gibt es am Ende des Videos, also bleibt dran. Jetzt ist auch der zweite Teil von meinem Chiron-Special online, Entwicklungschancen mit Chiron im Widder. Darin deute ich den Chiron-Transit für die Sternzeichen. Das solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen. In diesem Monat steht wieder ein kosmisches Großereignis an. Das ist für euch besonders wichtig und wird in eurem Leben in den kommenden Jahren einen starken Einfluss haben. Euer Herrscherplanet, der exzentrische Uranus, wechselt nämlich das Zeichen und geht in den Stier. Zuvor ist er 7 Jahre lang durch den Widder gewandert und das war ein günstiger, inspirierender Aspekt für euch. Der wirkt auch parallel noch den Mai über und auch nochmal von Anfang November bis 2019 für die letzten Grade des Wassermanns, also die Geburtstagskinder vom 17. bis 19. Februar. Wenn Uranus dann in den Stier geht, bildet er einen Spannungsaspekt auf eure Sonne und zwar aus eurem kosmischen Haus der Familie heraus. Als erstes spüren es besonders die Geborenen vom 19. bis 21. Januar. Ihr verspürt den Drang, etwas zu verändern, manchmal auch verursacht durch äußere Ereignisse. In Beziehungen denkt ihr vielleicht an Trennung, weil ihr das Gefühl habt, dass die Wellenlänge nicht mehr stimmt. Da müsst ihr euch auf jeden Fall bewusst für eure Beziehung engagieren, um diese neuen Entwicklungen gemeinsam zu bewältigen. Auch in der Familie werden sich Dinge ändern, zum Beispiel, weil jemand auszieht oder einzieht und weil ihr den Wohnort vielleicht auch wechselt oder weil ihr arbeitsbedingt wegziehen müsst. Diese Einflüsse sind aufregend, aber auch anstrengend. Gewöhnt euch schon mal dran, denn Uranus wird für 7 Jahre diesen Aspekt zur Wassermannsonne bilden. Und je mehr ihr die Veränderungen willkommen heißt und euch flexibel darauf einstellt, desto einfacher wird es, diese Energie in eurem Leben zu integrieren. Der Übergang wird diesen Monat mit einem ziemlichen Paukenschlag vonstatten gehen, weil nämlich gleichzeitig auch noch der Mars in den Wassermann, also in euer Zeichen, wechselt. Dann dürftet ihr ziemlich unter Strom stehen. Jetzt schauen wir uns das aber mal der Reihe nach an, eure Konstellationen im Mai. Der Monat beginnt erstmal mit der Sonne im Zeichen Stier in eurem kosmischen Familienhaus. Ihr fühlt euch zu Hause wohl und habt wahrscheinlich auch viel Besuch. Die Venus steht im Zeichen Zwillinge in einem ganz wunderbaren Aspekt zur Wassermannsonne und das macht Lust auf Liebe, Flirt und Geselligkeit. Gleich die ersten Tage des Monats sind prächtig für Wassermann-Singles, um jemand Neues kennenzulernen, wenn sich die Venus hier mit dem Mondknoten verbindet. Nur zwischen dem 6. und dem 9. Mai, da solltet ihr auf euer Geld aufpassen, dann habt ihr schnell mehr, als ihr wolltet, für Vergnügen und Freizeit ausgegeben. Der Mars steht anfangs noch im Steinbock und verhält sich eher ruhig zu eurem Sternzeichen. Vielleicht rumort es aber schon im Verborgenen. Die ganze kosmische Energie ändert sich dann rund um die Mitte des Monats. Die Spannung wird ab dem 12. deutlich spürbar und am 14. wechselt dann der Merkur in den Stier, gefolgt vom Uranus am 15. Mai. Und am selben Tag haben wir dann auch noch den Neumond, ebenfalls im Stier hier am 15. Und am 16. geht dann der Mars in den Wassermann. Und das ist für euch besonders heikel, weil diese Planeten dann in Spannung miteinander stehen und aber auch in Spannung zur Wassermannsonne. Und das heißt, die allgemeine Stimmung ist eben eh schon gereizt und nervös und ihr seid dafür besonders empfänglich oder tragt sogar mit dazu bei. Das betrifft zunächst besonders die Sonne der Geburtstagskinder vom 19. bis 21. Januar, kann sich aber auch in den Horoskopen der anderen Geburtstagskinder bemerkbar machen.
Der typische Wassermann tut die Dinge gern auf seine eigene originelle Art und das meistens recht erfolgreich. Aber während dieser spannungsgeladenen Zeit eckt ihr damit womöglich an und werdet nicht verstanden. Man könnte euch vorwerfen, unberechenbar oder unkooperativ zu sein, vielleicht weil ihr einfach nicht klar genug kommuniziert, was ihr beabsichtigt. Das kann auch den Bereich eurer Familie betreffen, da läuft es wahrscheinlich nicht ganz rund. Ihr solltet den Neumond am 15. nutzen, um in diese Energie hineinzuspüren und über eure eigenen Vorhaben, über eure Familiensituation und eure Zukunft nachdenken. Generell solltet ihr alles tun, was euch hilft, in eurer Mitte zu bleiben. Denn die kosmische Spannung wird euch suchen und finden, um sich zu entladen, zumindest solange der Mars in eurem Zeichen steht. Und weil der Mars im Sommer im Wassermann rückläufig wird, habt ihr damit bis in den September hinein zu tun. Ihr könnt zu Helden werden, die im richtigen Moment zündende Ideen haben. Ihr wirkt wahrscheinlich enorm charismatisch und was ihr tut, hat großen Einfluss auf andere Menschen. Mancher Wassermann wird sich aber auch als unverstandenes Genie fühlen und sich zurückziehen oder Chaos stiften. Am besten ist es, wenn ihr euch mit vertrauten Menschen umgebt, die euch gegebenenfalls auch mal bremsen, wenn ihr über das Ziel hinausschießt. Ein super gutes Ventil für euch ist jede Form von körperlicher Betätigung, zum Beispiel Sport, aber auch ausgiebiger Sex, wenn ihr einen guten Liebespartner oder Partnerin habt. Denn diese Mars-Energie will irgendwo hin und ihr müsst sie irgendwie ausleben und das möglichst konstruktiv. Auch jede Form von spiritueller Übung und Meditation wird euch jetzt sehr gut dabei helfen, die kosmischen Energien auf gesunde Weise zu integrieren. Dabei unterstützen euch im Mai zum Glück viele positive Aspekte und diese günstige Entwicklung fängt schon kurz nach der Hauptspannung an und wird dann immer besser, vor allem am 19., wenn die Venus ins Zeichen Krebs wechselt. Und dann ist für euch halt sehr günstig, wenn dann die Sonne in die Zwillinge geht. Das ist am 21. morgens um 4.14 Uhr, denn sie aktiviert dann für 4 Wochen bei euch den Bereich der Lebensfreude und bildet günstige Aspekte zum Mars und auch Chiron. Das heißt, wenn ihr als Heiler, Berater oder generell als Evolutionsagenten unterwegs seid, dann wird euch diese ganze kosmische Entwicklung enorm inspirieren und ihr seid zur Stelle, wenn ihr gebraucht werdet. Ich muss noch erwähnen, dass die Aspekte zwischen dem 12. und 20. Mai leider auch eine erhöhte Verletzungsgefahr anzeigen, besonders für die Geburtstagskinder vom 19. bis 21. Februar, aber auch eventuell für andere Wassermanngeborene, je nachdem, wo euer Mars oder Uranus im Horoskop stehen. Wenn ihr darüber mehr wissen wollt, dann könnt ihr euch bei meinem Webinar Antonias Sterne am 11. Mai anmelden, dann können wir das überprüfen. Oder ihr meldet euch halt für eine persönliche Beratung. Ab dem 20. entspannt sich, wie gesagt, die Lage wieder und ihr werdet euch wahrscheinlich für den Rest des Monats recht beschwingt und inspiriert fühlen. Am 29. haben wir dann einen Vollmond, der steht in den Zeichen Zwillinge und Schütze und ist eingebettet in eine sehr schöne Harmoniekonstellation und die gleicht auch diese Marsspannung hier bei euch im Zeichen aus. Ja, ist auch nochmal eine tolle Zeit, um jemanden kennenzulernen. Und das heißt also, ihr werdet merken, wie ihr euch da immer inspirierter fühlt. Und auch der Merkur, der geht am 30. dann hier in die Zwillinge und unterstützt euch. Das alles wird euch viele gute Impulse geben und ihr könnt die positive Seite der wichtigen Konstellationen erkennen, die euch in Zukunft eine lange Zeit begleiten werden. Das waren eure Konstellationen im Mai. Wenn ihr mehr über euer persönliches Horoskop wissen wollt, zum Beispiel wie sich eine Liebessituation für euch entwickelt, dann könnt ihr euch gern für eine Beratung an mich wenden. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Freitag, den 11. Mai um 17 Uhr. Dabei kann mir jeder eine Frage zum Horoskop stellen. Das könnt ihr zum Beispiel auch nutzen, um zu erfahren, welchen Einfluss von Chiron oder Uranus ihr gerade erlebt. Mein Chiron-Video hat ein Riesenecho ausgelöst. Das ist für ganz viele ein großes Thema, Chiron als inneren Heiler zu entdecken. Deshalb biete ich euch einen neuen zweiteiligen Workshop an mit dem Titel Entwicklungschancen mit Chiron im Widder. Und zwar am Donnerstag, den 17. Mai um 18.30 Uhr und am Freitag, den 18. Mai um 17 Uhr. Und dazu gibt es auch ein Geschenk. Mehr darüber erfahrt ihr im zweiten Teil meines Chiron-Specials. In meiner Verlosung gibt es diesmal eine Chiron-Beratung bei mir zu gewinnen. Darin erfahrt ihr alles darüber, wie ihr mit Chiron zur Heilung und Persönlichkeitsentwicklung finden könnt.
Und so nehmt ihr an der Verlosung teil. Postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Und ich freue mich auch riesig, wenn ihr meine Videos teilt, sodass sich auch eure Freunde über die Botschaften der Sterne informieren können. Also einfach hier klicken und abonnieren, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Schaut euch jetzt auch den zweiten Teil meines Specials über Chiron an, Entwicklungschancen mit Chiron im Widder. Und falls ihr sie noch nicht gesehen habt, empfehle ich euch auch meine Specials über Saturn und Lilith im Steinbock. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.